Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge haben wir uns tiefer in den Tempel des Himmelsblicks begeben und haben einen Schlüssel erkämpft, mit dem wir jetzt durch diese Tür hier durchkommen. Und wir gelangen in den nächsten, ja, ich nenne ihn mal größeren Hauptraum. Hier gibt es im Moment noch nicht sonderlich viel zu tun, außer ihr seht es schon. Wir haben da oben, hallo, kriege ich mein Ding bitte wieder? Ich möchte gerne zielen. Mein Zielkreuz. Das war voll. Ups, daneben. Okay. Das Spiel möchte mir also zuerst ein Intro in diesen Raum geben. Da, guck mal, da ist sowas Großes und jetzt ist mein Zielding wieder weg. Geil, geil, geil. Da ist es. Ein bisschen höher. Und wunderbar. Es kann übrigens sehr gut sein, dass die Zahlen der Items, die ich besitze, im Vergleich zur letzten Folge nicht ganz gleich sind. Geh weg! Was willst du denn? Was wollt ihr denn? Denn ich musste den Dungeon nochmal machen, weil ich verkackt habe zu speichern. Ich bin übrigens kompetent. So, komm, den Freund hier, den... Den legen wir ganz schnell um. Zack, der gibt uns auch einen blauen Rubin. Und dann schauen wir doch mal, was hier im Inneren auf uns wartet. Hier haben wir nämlich unseren allerersten Miniboss, einen Stahlfoss, den wir immer so schlagen müssen, wo er... Ach, Mist. Nicht verteidigt. Und ich habe voll mein Mikrofon gerade geschlagen. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Wii Motion Plus gerade gar nicht mehr so kalibriert ist, wie es kalibriert sein sollte, aber ich... Es geht. Ah doch, das kriegen wir. Das, super. Es kam mir gerade wohl einfach nur so vor. So, kontern wollen wir ihn nicht lassen. Der hat mir ja richtig viel Schaden gemacht. Hilfe! Kannst du bitte nicht? Okay, und das war's mit diesem Gegner. Er hinterlässt uns auch schön viele Herzen. Und eine Schatzkiste. Aber ihr habt schon gemerkt, die Tür ist ja gar nicht aufgegangen. Was machen wir jetzt? Wir sind für immer gefangen und verhungern. Ende. Nein, wir bekommen den Käfer, den Beetle. Dieses käferartige Artefakt fliegt auf magische Weise durch die Luft. Genau, den können wir nämlich steuern. Der ist ein sehr praktisches Item, den wir auch sehr häufig benutzen werden. Ich habe das soeben gefunden. Item analysiert. Seine insektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Neige die Wii-Firmenbedienung, um es aus der Entfernung zu steuern und kleinere Objekte zu treffen oder mit seinen Zangen zu zerschneiden. Um nähere Informationen über dieses Item zu erhalten, aktiviere es durch Drücken von B und drücke dann 2. Ah, es hat mir den auch gleich automatisch ausgerüstet. So, den Beetle, den können wir jetzt hier schön durch die Gegend fliegen. Ich finde, das ist ein super cooles Item. Gab es so in der Form vor Skyward Sword auch noch nicht. Wir können jetzt mit dem zum Beispiel hier oben reinfliegen in diese Gänge. Und uns hier den roten Rubin, den 20er schnappen. Ihr seht schon, die Spinne, die kommt immer wieder. Aber das ist gar nicht, was wir hier primär machen wollen. Ich meine, es gibt hier ein paar coole Sachen, die wir schnappen können, aber... Okay, dann mache ich das zuerst. Eigentlich wollen wir den Schalter wieder aktivieren, den wir am Anfang aktiviert haben, um in den Raum reinzukommen. Aber wir können uns hier auch noch einige Rubine schnappen. Dann schnappen. Wii Motion Plus, dankeschön. Dann schnappen wir uns halt die zuerst, wollte ich sagen. Und hab mir sie gekonnt nicht geschnappt. Ach, schon wieder drüber geflogen. Dann schnappe ich mir jetzt den Rubin. Mensch.
Da muss ich noch ein bisschen üben. Da scheine ich ein bisschen aus der Übung gekommen zu sein. Oder mein Wii Motion Plus ist halt doch ein bisschen dekalibriert. Soll vorkommen. So, dieses Mal fliege ich ein bisschen niedriger. Wundervoll. Und wie zu erwarten war, geht die Tür wieder auf. So, dann steck den Käfer mal erstmal weg. Beziehungsweise so ganz wegzustecken brauchen wir ihn nicht. Achso, was ich noch zeigen kann. Wir können natürlich, das habe ich gerade eben schon so Drive-by ein bisschen gemacht. Wenn ich treffe, oh nein, da zitter ich gerade ziemlich arg durch die Gegend. Moment. Das war falsch. Sorry, dann muss ich das nochmal ganz schnell machen. Habe ich leider am Anfang der Folge vergessen. So, und jetzt müsste das Ganze wesentlich weniger zittrig gehen. Genau, wunderbar. So muss das aussehen. Wir können damit die Seile der Spinnen einfach abtrennen. Die fallen automatisch auf den Rücken. Und wir können sie dann eigentlich mit einem Fangstoß direkt erledigen. Hallo, ich hab... Okay, dann halt nicht. Ah! Was passiert hier gerade? So, wenn wir, hallo, Link, möchtest du bitte einen Fangstoß machen? Warum kann ich jetzt keinen Fangstoß machen? Was ist das denn hier? Ich kann... Jetzt kann ich einen Fangstoß machen. Dankeschön. Ach, Mensch, das hätte wesentlich einfacher gehen können. Denn, wenn wir sie aus der Luft holen, fallen sie immer erstmal auf ihren Rücken. Und dann kann man immer direkt einen Fangstoß machen. So, hier wollen wir auch durch. Das Herz hätte ich mir mitnehmen können. Aber ich bin keine Pussy, ich brauche sowas nicht. Und wir aktivieren den Schalter hier. Ihr habt gesehen, so ein bisschen an die Wand rankommen darf man. Dann prallt man da halt ein bisschen ab. Und verliert eben auch an Distanz, die man zurücklegen kann. So, ich speichere hier an der Stelle nochmal ganz kurz. Denn ihr werdet es euch ja schon fast gedacht haben, der Beetle kann nicht unendlich weit fliegen. Der hat auch eine begrenzte Distanz, die er fliegen kann. Und wenn wir eben gegen irgendwas prallen, geht die halt runter. Und hier können wir zum Beispiel, da meinte ich ja auch, wow, das war gut geschossen, Link. Zu dem einen Bernsteinhalbmond vorher, wo ich sagte, den können wir uns auch noch schnappen. Mit dem Beetle, genau. Hier haben wir einen Schalter, den wir aktivieren wollen. Der bringt uns zwar jetzt noch nichts. Also doch, so ein bisschen schon. Oh. Achso, ja, richtig. Den habe ich ja wieder voll vergessen gehabt. So, denn zuerst wollen wir hier durch. In diesen Raum. Und ihr seht, dieses Mal sind hier, eine Spinne, die wir wieder von unten angreifen müssen mit so einem Schlag nach oben. Dann hauen wir sie auf den Rücken. Hier haben wir drei Augen und wenn wir uns da vorstellen, wir können nur die unteren beiden aktivieren. Dafür haben wir hier oben aber, Moment, einmal schnell hier hochgeklettert. Und einmal mit dem Beetle diese Kiste hier runtergeholt. Eine Metallkiste. Die schieben wir einfach hier runter. Bis ganz nach vorne. Also bis hier, bis es nicht mehr geht. Und dann in die Mitte. Das, nee, eins müssen wir noch. So, und jetzt, halt, nein, Link, geh da bitte hoch.
müssten wir alle Augen aktiviert haben. Wundervoll. Und dann same procedure as every year. Warum geht's denn? Ich bin noch nicht ganz perfekt in der Mitte. Hallo? Ich bin doch mittig, oder? Ich bin nicht mittig, oder? Ich muss den noch einmal ziehen. Jetzt bin ich mittig. Und jetzt funktioniert das auch. Man muss nur den Block richtig legen. Eigentlich auch wieder ganz trivial, das Rätsel hier. Nichts sonderlich Kniffliges im ersten Dungeon. Und wir bekommen einen kleinen Schlüssel. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Wie jeden kleinen Schlüssel. Und dann können wir wieder raus. Den Rückweg haben wir uns vorher mit dem Schalter quasi schon geöffnet. Huch, nein, ich will auf der Seite hoch. Denn mit Hilfe des Wassers kommen wir jetzt hier die Treppe hoch. Nein, 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 das wollen wir nicht. Das wollen wir überhaupt nicht. Der Spinne ins Netz gehen. Stattdessen wollen wir sie erledigen. Nein. Nein, Spinnennetz. Ich mag dich nicht so, wie du mich magst. Ich mag dich mehr so als Freund. So, und hier können wir einfach wieder rauskriechen und sind am Eingang des Raums. Mit dem neu gewonnenen Schlüssel wollen wir einmal dich umhauen. Zack. Ein blauer. Mit dem neu gewonnenen Schlüssel wollen wir einmal hier rüber. Hier, kann ich die alle runterholen? So. Die können wir übrigens einfach absensen. Wie mit einer Schere, nur anders. Und in der Theorie fallen sie auf den Boden. In der Praxis, ja, würde sagen, sind ein bisschen tot. So, hier müssen sie einmal rüber balancieren. Oh. Und den Schlüssel ins Schloss stecken. Hier hinter dieser Tür haben wir einen neuen Gegner, wollte ich sagen. Aber ich glaube, ich bin zu früh. Der war hier noch nicht. Doch! Hier ist er nämlich, eine Hydra. Die Hydra, bei der wollen wir immer alle drei Köpfe gleichzeitig zerschlagen, sonst regenerieren sie die sich wieder. Ach, wieder nicht. So. Es ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig cooles Gegnerdesign. Hier in dem Raum gab's nichts mehr, wenn ich richtig bin. Hätte mich nochmal umgucken können, dass ich nichts vergesse. Aber ich meine hier... Oh, hier gibt's was. Okay. Und zwar einen Gegner. Hier wollen wir einmal den Beetle rüberschießen. Da können wir zum einen die Skulltula hier abholen, zum anderen aber auch diesen Schalter hier aktivieren, der uns einfach wieder einen Rückweg öffnet in den letzten Hauptraum, in dem, wo wir den Beetle gefunden haben. Huch, nein, das wollte ich jetzt tatsächlich gar nicht. So, dann geht es einmal hier rüber. Wir haben, ach, die können wir quasi eigentlich auch schon aktivieren. Die Lianen können wir auch mit dem Beetle aktivieren.
Dauert ein bisschen länger, dafür verbraucht es keine Munition. Das ist mir gerade tatsächlich echt lieb, weil munitionstechnisch bin ich gar nicht so gut ausgestattet. So, und ein letztes Mal auf diesen Bockblinder drüben. Denn wenn wir den angreifen, geht zuerst, schiebt er ein bisschen Panik. Aber dann wird er uns angreifen wollen. Nicht? Okay, dann nicht, dann klettern wir halt zu dir. Wenn der Prophet nicht zum Berg will, dann... Und so, Moment, ich meine, ich habe da gerade was gesehen. Dem muss ich gleich ein bisschen nach... Ja, ciao, gell? Ja, gut. So, und zwar meine ich, habe gerade hier... Nee, hier gab's doch... Nein, hier gab es nix. Da muss ich mich verguckt haben. Ich dachte, ich hätte darunter noch ein Secret gesehen. So, hier haben wir... rechts und links noch so einen kleinen Raum. Wo wir aber... Ah, doch, den brauchen wir. Moment, gab es auf der anderen Seite überhaupt noch einen Raum? Das war ein guter Sprung. Das war ein besserer Sprung. Ja, richtig. Im anderen waren, glaube ich, Rubine drin, im anderen Raum. So, hier wollen wir einmal rüberschwingen. Die Folge wird jetzt natürlich entgegen meines Plans mit diesem Projekt ein bisschen länger. Aber ich will eine Kiste diese Folge noch holen. Die haben wir auch gleich. Müssen wir noch einmal... zielen... und voll dran vorbeispringen. Genau das. Genau das. So, dieses Mal haben wir es wunderbar. Und dann wollen wir darüber. Und wieder voll dran vorbeispringen. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die schwierigste Stelle im ganzen Dungeon. Mann, ich schaff's grad nicht. Ich bin grad nicht in der Lage. Nein! Was mache ich denn? So, einmal hier rüber. Und hier haben wir... den goldenen Schlüssel. Er ist seltsam geformt und mit dekorativen Mustern überzogen. Der goldene Schlüssel ersetzt hier in diesem Spiel quasi den Boss-Schlüssel, den wir brauchen, um zum Boss zu gelangen. Das, den zu... Hicks? Den zu haben ist auch immer so ein Zeichen, so von wegen, ja, mach dich gefasst, der Dungeon ist gleich zu Ende und du musst gleich gegen den Boss kämpfen. So, Link, nicht runterfallen, das wäre gar nicht gut. Und vor allem auch gar nicht cool. So, schnappen wir uns noch kurz die Rubine, die hier drin sind. 20 müssten sein. Ja, eigentlich traurig, dass ich sowas weiß. Und dann würde ich sagen, was sich hinter dieser Tür befindet, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.